Hi, ich bin der Günther, E-Commerce-Dönerbude. Willkommen zu einer neuen Folge von Kirby Star Allies. Wir sind immer noch in der letzten Welt und spielen weiterhin die Level rückwärts, weil wir es einfach können. Letztes Mal hatten wir zum ersten Mal einen tatsächlich schwierigen Bosskampf, aber ein bisschen was steht uns noch bevor. Das hier sind die Level, die wir beim letzten Mal abgeschlossen haben. Wir fangen an mit dem Zusatzplaneten Beta. Hier beginnen wir also mit einer Eispassage. Ich habe mir, wie ihr seht, wieder niemanden dazu geholt. Erstmal, weil, ja. Okay, recht interessantes Level-Theme, sage ich mal. Dürfte für das Spiel allgemein. Eins muss man lassen, die Level-Themes in diesem Spiel sind recht außergewöhnlich. So, ich nehme mir mal... Okay, rein theoretisch. Bis ich wen anders finde, kann ich mir auch drei gönnen. Wir brauchen hier Wind und Stein. Und das ist die falsche Ability. Hallo? Wie bringe ich den dazu? Wenn ich nach oben drücke, dann geht er in meine Fähigkeit rein. Ja, jetzt hat er wieder was gerallt. Das ist die falsche Ability. Hallo? Ich will de... Das ist so Bullshit. Hallo, warum kann ich das nicht nutzen? Ich muss die doch... Ey. Es ergibt keinen Sinn gerade. Ja, und jetzt hör da auf. Du sollst nicht... bei mir rein. Danke. Junge, ist das nervig. Ich brauch den. Digga, der ist so schwer zu bekommen gerade. Den soll man wahrscheinlich auch eher mit einem Herz holen, aber... Danke. So, wie war das? Das hatten wir schon mal, das brauchst du mir jetzt nicht anzeigen. Die Geokinese. Und damit haben wir dann auch schon das Regenbogen-Puzzleteil für die Stage. Ja gut. Das Rätsel war fucking nervig, aber das war's auch. Und es war auch nur so nervig, weil die KI hier einfach ein Stück Kacke ist. So, ein bisschen Abwechslung reinbringen und nicht mit drei Steinen rumlaufen, wenn ich mir noch einen Besentyp mitnehmen kann. Das war nicht das, was ich machen wollte. Ein Jojo-Typ auch noch. Jetzt haben wir ein ausgewogenes Team mit drei verschiedenen Kollegen. Oder wenn man meine Ability noch mitzählt, 4. Ja, ich bin der Einzige, der schlau genug ist, sich zu ducken. Überraschung. Ja, inzwischen müssen wir sowieso eigentlich nichts mehr machen, außer ans Levelende zu kommen. Ja gut, das... Die Passage habe ich nicht gut gelöst. Deswegen wäre tatsächlich eine Heilung jetzt für mich ganz gut. Andererseits, lass bleiben, Schirm hatten wir schon so oft. Ich vergesse aber immer, dass die Spinnen in diesem Game auch ein Item geben und deswegen nehme ich die nie mit. Doppelbonkers.
Und wir sind recht knapp mit dem Leben dabei. Dementsprechend sollten wir aufpassen. Ich bin gerade in einer ganz schwachen Situation. Ja, das war's auch schon mit dem Spinnentyp, der aber auch blöd genug war, nicht mitzukämpfen. Wir könnten uns noch einen Bonkers mitnehmen und ja, du bist fast tot, du bist austauschbar. Oh, da ist Heilung. Die hätte man auch während dem Kampf aktivieren können. Uff, ja gut. Naja, ich habe die Heilung noch nötig, also... Aber war es das dann auch schon mit dem Level? Ja. Hier ist noch mehr Gedönse. Das Level war sehr kurz. Muss man schon sagen. Es war jetzt nicht das Einfachste, aber sehr, sehr kurz. Na dann, wieder Bonusspiel. Was immer noch unfassbar schwer ist. Wie nah sind wir daran, das nächste Puzzle zu vervollständigen? Ich glaube, wir hatten neulich erst eins, kann das? Auf die Puzzleteile, was die mir bringen, achte ich gefühlt gar nicht. Ich glaube aber, das Level hier könnte ganz gut sein, wenn man welche farmen will. Dafür, dass es kurz ist, bekommt man schon ein paar. Und wir haben ja auch ein oder zwei verpasst, die man definitiv holen kann. Dann kommen wir jetzt zu Planet Caverna. Na, super. Das Level ist nicht sonderlich spannend in der Regel. Okay, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Dumm zu sagen, ich weiß. Ich nehme selber lieber Elektro als Psycho. Psycho mag ich inzwischen nicht mehr wirklich so, weil man halt komplett unbeweglich ist, während man das benutzt. Und ja, dieses Level ist ein Mini-Boss-Rush. Und ist es ein spannender Mini-Boss-Rush? Nein. Ist das verstecktes Regenbogen-Puzzleteil spannend? Nein. Genau gesagt, ist das hier wohl das nervigste Regenbogen-Puzzleteil, das es in diesem Spiel gibt. Und können wir den Typ endlich mal wegbekommen? Wir haben hier zwei Bonkers gegen einen. Macht ihn weg. Ja, Hammer haben wir ja. Du brauchst auch ein bisschen Heilung. Also weiter. Bekommen wir noch ein Puzzleteil für. Und gut. Ihr seht, fünf sind's. Ich glaube, das Haupträtsel, sage ich mal. Wo ist denn das Haupträtsel? Ist das hier unten? Ja. Wait. Gut, den Schritt können wir schon mal schaffen. Den Schritt auch. Hier hilft aber Hammer nicht mehr, ne? Nein. Da brauchen wir was anderes und danach brauchen wir noch einen Künstler. Aber die ersten zwei Schritte konnten wir schon mit unserer Standardaufstellung holen. Also, wer ist hier? Der Koch. Ich glaube, der hilft nicht. Wie gesagt, er ist als Helfer stark, aber fürs Rätsel bringt er halt nichts. Ich würde trotzdem sagen, einen Bonkers können wir austauschen. Der hier hat mehr Schaden. Einfach verwalten. Und nächste Tür. Den zweiten Boss haben wir hinter uns. Bringt jetzt nicht so viel.
Wir müssen halt auf jeden Fall alle Bosse finden. Hier wird noch ein sehr schwer versteckter sein, bin ich relativ sicher. Welcher? Ist das der Künstler? Ja. Das ist der Künstler. Den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich bin aber ehrlich gesagt gerade ein bisschen lost, was der letzte ist, den wir brauchen. Ach stimmt. Ich habe gerade überlegt, ob es einen Boss mit der Wurffähigkeit gibt. Und ja, stimmt. Bugsy hat ja. Nerv mich. So, den brauchen wir auf jeden Fall. Na dann, ja, hier ist der Weg. Bonkers, du brauchst ein paar Leben. Ihr merkt, das Level ist nicht sonderlich spannend. Wir haben nur Glück, dass wir eben diese ersten zwei Teile jetzt relativ gut schon schaffen konnten vom Rätsel. Sonst wird es noch nerviger werden. Ah, und hier spawnen auch die Abilities. Das ist gut. Den Künstler brauchen wir erst, nachdem wir Bugsy bekommen haben. Also, zwei Bosse fehlen uns noch. Einer wird ja wohl hier sein. Natürlich werde ich da getroffen. Ja, mach ihn kaputt. So, Bugsy vielleicht. Ansonsten ist noch der Eistyp sehr sicher. Weil mehr Zwischenbosse fallen mir nicht ein. Und hier ist Bugsy. Hör auf, mich anzuvisieren. Los, tötet ihn. Guck doch sein Leben an. Und wen schmeiße ich raus? Den Koch brauche ich nicht für das Rätsel. Bonkers wäre sonst noch eine Option gewesen, aber... So, Heilung. Bonkers wäre die andere Option gewesen. Künstler brauche ich ja auf jeden Fall noch, aber gut. Damit können wir das Rätsel dann auch abschließen, bevor wir gleich den letzten Boss suchen, der wahrscheinlich oben links sein wird. Hier hoch noch. Bugsy. Mach den Weg frei. Und du malst uns jetzt eine komplett unnötige Tomate, das Ding und das Regenbogen-Puzzleteil. Ja, das kann ein bisschen nerven, das Ding. Aber ich finde es schon eines der besseren im Spiel auf jeden Fall. Also, allgemein, das Level ist jetzt nicht so nervig, wie ich dachte. Den hatten wir schon, das sieht man ja. Der wird... Oh, ne, hier ist noch einer. Hier wird dann der Dr. Eisbert sein. Was eine Überraschung. Guckt mal, wer es ist. Guckt mal, wer tot ist. Den brauchen wir nicht mehr. Wir haben alles in dem Level. Also weiter. Heilung ist jetzt an sich auch nicht mehr so nötig. Ich meine, meinetwegen. Aber wir haben es eh geschafft. Das war der letzte Boss. Auch wenn es wahrscheinlich in der Regel eher der erste ist, den man macht. Ich finde es aber immer noch so dumm, dass jeder Boss einem wirklich als Boss begleitet. Und dann kommt Dr. Eisbär, der einfach zu so einem normalen Schneemann-Gegner wird. Ja, hat auch nicht lang gedauert, war aber ganz gut, würde ich behaupten. Bonusspiel. Okay, das habe ich verkackt. Das habe ich verkackt, habe ich aber auch direkt bemerkt. Und krass, Schaden tut es jetzt nicht. Ein Puzzleteil weniger bekommen wir, aber... Ja. So, haben wir auch endlich mal hier alle die Regenbogendinger. Und kommen zu
diesem Level. Ach stimmt, das war ja auch ein Boss, den es gibt. Den habe ich ehrlich gesagt komplett verpennt. Und okay, ich wollte kurz gucken, wenn, dann ist hier ein Schalter. Ja, aber ich glaube nicht, bevor man das Level macht. Oh, ja gut. Ansonsten wäre es jetzt zu schwer, hust, hust. So, jetzt gibt's noch einen weiteren Boss, der, ich glaube, als einziger bisher in dieser Welt komplett unique ist. Einen, den es im Spiel vorher wirklich in der Reihe, glaube ich, noch nicht gab. Außer es ist irgendein Teil, den ich nicht kenne. Wir brauchen Boomerang. Also, komm mit. Start. Dem da. Ich glaube, der bringt mir am wenigsten bei der Freundessternformation. Denn wir haben schon Wispy Woods mit dem Freundesstern bekämpft, um ihn uns einfacher zu machen. Diesen Boss kann man nur mit Freundesstern bekämpfen. Der Button. Irgendwann lerne ich's. So. Ich hoffe nur, dass wir das Regenbogen-Puzzleteil nicht verpassen. Weil da habe ich in diesem Level wirklich gar keine Ahnung. Man braucht mit diesem Item noch einen Stern. Da stimme ich zu. Ich werde jetzt einfach mal durchrasen, aber auch nochmal zurückgehen, wenn das Regenbogen-Puzzleteil jetzt nicht gerade hier rumliegen sollte. Andererseits würden die einen so aggressiv da dran vorbeischicken. Ich guck's mir lieber mal an. By the way, ist der Lolli unendlich mit... Nee, mit dem Ding. Sah kurz so aus. Der hat auf jeden Fall länger angehalten, bin ich mir sehr sicher. Also, wir gucken jetzt noch zur Sicherheit, dass nicht irgendwie das Regenbogen-Puzzleteil hingeklatscht wurde. Andererseits glaube ich, das wäre denen zu gemein. Habe ich damit recht? Sieht so aus. Ja. Ja, gut angehalten. Na dann, wieder zur anderen Seite des Screens. Und ihr nervt mich. Boah, das ist so mies, dass wenn man so leicht den Untergrund berührt, sich dann die Physics ändern von dem Stern. Das ist so mies. Ja, das ist auch Bullshit. Warum ist das ein Ding? So, Feuer? Ach so, hier. Aua! Ich wollte gerade sagen, wo zur Hölle soll ich Feuer hernehmen? Du willst mir jetzt sagen, dass ich das nicht mit Feuer machen kann, sondern dafür Boomerang brauche. Weil ich das Seil nicht abbrennen kann. Seems legit. Ach so! Klar! Erstmal kurz umgucken. Zack, 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 zack. Eins, zwei. Lass mich hier noch ein paar Items einsacken. Hier, das ist ein Secret, das durchaus das Regenbogen-Puzzleteil sein könnte. Man hat schon erkannt, dass die Wand da rissig ist, aber trotzdem... Hier ist es auch.
Und damit haben wir das für das Level. So. Und sind dann vermutlich auch recht bald beim Boss. Kann das? Ich bleib bei meiner Aufstellung. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwas Spezielles gibt, was gegen den Boss effektiv ist, aber... Okay, wenn ich da Bombenarme sehe, ist es durchaus vorstellbar. Okay. Also geht dieser Kampf nicht, wenn man keinen Boomerang hat oder... Also Feuer bekommt man, aber... Wait, die bekommt ihre Rüstung nicht mehr zurück, oder? Aber wohl nur noch dieses eine Mal. Weil danach hat sie keine Arme mehr, außer die regenerieren sich, aber sie stirbt sowieso in der nächsten dieser Phasen. So, hier bekommt man jetzt auch Schwert und Boomerang. Warten, bis sie reindönert. Ich muss erstmal den machen. So, ins Gesicht rein. Und damit war es das auch mit dem Boss. Ja, nicht sonderlich schwer. Aber kann man mal machen, würde ich behaupten. Und es sieht so aus, als wäre heute eine der ersten Folgen, in der wir tatsächlich 4 Level schaffen. Weil alle bisher nicht sonderlich lang waren. Wäre natürlich ganz praktisch, wenn das nächste jetzt ewig lang ist. Aber naja, nochmal ein paar Puzzleteile mitnehmen. Noch ein Regenbogen-Puzzleteil-Abschnitt vervollständigt. Und hey, wir können jetzt zu dem Level, das wir schon gemacht haben. So. Ja, war ein ganz cooler und innovativer Boss, aber halt nicht schwer. Aber hat, denke ich, auch keiner erwartet. So, wir nähern uns aber langsam auch dem Ende dieser Welt. Nein, es gibt noch den Wald am Anfang. Wo es wahrscheinlich auch wieder 2 gibt, weil gibt ja eigentlich zu jedem hier 2. Auf Deutsch, es fehlen wahrscheinlich mit dem Zusatzlevel noch 5. Das hier auch mit einberechnet. Aber komm. Krepiert alle. Qualvoll bitte. Wait. In diesem Spiel kann man die Feuer-Ability unter Wasser benutzen. Ah ja, makes sense. Dass Kirby das nicht kann, die aber schon. Toll. Die Heilung ist ganz gut tatsächlich, weil die erste Passage nicht gut war. Und jetzt kommt ein Mini-Boss-Rush. Ja, das war schön. Achso, die kommen freiwillig hoch. Und jetzt kommt Bonkers. Das ist irgendwie dezent häufig, der Junge. Wie wär's, wenn ihr nicht in seinen Angriff springt? So, jetzt aufpassen, lernen. Ja, meine Feuertypen, vor allem der blaue, kämpfen gut. Und das war's. Ja, ich habe den blauen als besser mitbekommen. Außerdem, okay, die Leben sind sehr gleich, aber der gelbe kommt weg. Wir brauchen Elektro. Wait. Wait a minute, ich hab Elektro. Bonkers. Du willst mich verarschen, oder? Ich kann das jetzt nicht mehr bekommen. Einfach weil Bonkers da reingesprungen ist. Ey, komm.
Das ist lächerlich. Da war safe der Schalter oder das Regenbogenpuzzleteil. Wie lächerlich kann das denn sein? Das Spiel neigt mir das jetzt einfach. Wow. Krasse Leistung. Richtig Spaß. Gute Entwicklungsarbeit. Super. Jetzt muss ich das Level nochmal von vorne spielen. Ich mach das jetzt hier nochmal fertig und hol den Scheiß dann offscreen, aber das ist trotzdem ganz schwach. Ich kann halt nichts dafür, dass der Typ einfach dumm wie Scheiße ist. Vor allem natürlich von den drei, die ich dabei hatte, war es genau der eine, den ich zwingend brauchte. Ja, meine Ability ist auch weg, weil unter Wasser. Von da komme ich. Gott. Ja, ich schätze jetzt einfach mal, dass da der Schalter war. Dementsprechend müssen wir noch das Regenbogen-Puzzleteil finden. Vielleicht auch das andere, das werden wir sehen. So, komm auch mal ran. Ah, das ist jetzt natürlich auch sehr motivierend noch. Das, ey. Mann, kann in diesem Spiel auch was gut gemacht sein. Als ob ich an dem Spiel nicht genug zu kritisieren habe. Ja, und je, okay, wenigstens, nee, ich brauche ja immer noch Elektro-Bonkers. Und hier brauche ich auch Bonkers. Genau, ich bekomme... Ey, Digga, ich bekomme jetzt nicht wirklich Schalterpalast und den anderen Bullshit nicht. Beides, weil Bonkers gesagt hat, ich gehe mich umbringen. Also, sowas Lächerliches habe ich, glaube ich, in meinen Let's Plays bisher selten gehabt. Das ist Bullshit auf dem höchsten Level. Aua! Ja, lass das Level jetzt schnell durchbringen. Ich muss den Scheiß ja offscreen noch einmal machen, sowieso. Ich bin auch jetzt sehr sicher, dass ich weder den Schalter noch das Regenbogen-Puzzleteil noch bekommen kann. Aber, ja gut. Riesenspaß. Und ich habe auch nicht so viel Zeit eigentlich. Okay, ich werde halt einen Cut setzen müssen zwischendrin. Jetzt ist der Weg offen. Kommen wir zumindest langsam zum Ziel. Ja. Vor allem muss ich für beides Bonkers haben, ne? Das ist einfach sad. Die sind ja auch noch genau gleich platziert, der Schalter und das Regenbogenpuzzleteil. Dadurch würde ich schätzen, das erste war das Regenbogenpuzzleteil, aber ja. Nee. Einfach Bullshit. Und ich sehe da auch nicht, dass ich was dafür kann, dass der Typ Bock hatte, sich umzubringen. Ist jetzt natürlich ein super Ende für die Folge. Am Anfang der nächsten Folge sehen wir uns wieder an der Stelle. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.